Warum braucht es eine Reformierung des PAG überhaupt? Warum braucht man jetzt plötzlich den Begriff einer drohenden Gefahr? Wir sind doch Jahre und Jahrzehnte ohne diesen Begriff ausgekommen und hatten nur die abstrakte Gefahr und in dem Fall die konkrete Gefahr. Und da will ich nochmal zur Erklärung sagen, das ist nicht etwas gewesen, wo wir der Auffassung waren, wir brauchen in diesem Gefahrenbereich eine großartige Ausdehnung des Gefahrenbereichs, sondern das Bundesverfassungsgericht hat im Rahmen seiner Rechtsprechung, ist um Verfassungsschutz gegangen, festgestellt, dass die konkrete Gefahr im Gegensatz zu früher enger definiert werden muss, dass also sie konkreter sein muss, also der Anlass konkreter sein muss, um eine konkrete Gefahr anzunehmen. Und somit ist eine Lücke entstanden, was früher als konkrete Gefahr angenommen werden konnte. Diese Sachverhalte konnte dann nicht mehr angenommen werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat aber auch in diesem Urteil darauf hingewiesen, dass man hier zusätzlich auch eine drohende Gefahr definieren kann, um diese Lücke zu schließen und dann plötzlich einen Zustand haben, wo wir hinter dem, was Jahre und Jahrzehnte gewesen ist, sicherheitsmäßig zurückfallen und bei gewissen Dingen überhaupt nicht mehr hätten präventiv tätig werden müssen. Und daher kommt dieser Ansatz der drohenden Gefahr durch eine Veränderung der Rechtsprechung, durch eine Verkürzung der ursprünglich konkreten Gefahr mit dem Hinweis, dass man auch eine drohende Gefahr definieren kann. Und das haben wir jetzt in diesem PAG gemacht. Ich will nicht näher darauf eingehen. Wir haben das klar abgegrenzt, was ist eine konkrete Gefahr definiert, was ist eine drohende Gefahr und auch sonst verschiedene Neuerungen gemacht. Wir haben auch die Richtervorbehalte klarer reingeschrieben. Es war nie so, dass es keine Richtervorbehalte gegeben hat. Das will ich auch mal ganz deutlich sagen. Müsste natürlich so sein bei der Ingewahrsamsnahme und so weiter. Aber das Gesetz ist jetzt so aufgebaut, dass es nicht hinten irgendwie zusammengefasst ist, sondern bereits bei den einzelnen Befugnissen klar ist, dass es die Polizei nicht von sich aus machen kann, sondern dass sie hier die Anordnung eines Richters braucht. Auch das ist ja wesentliche Änderung, die wir gemacht haben, nicht inhaltlich, aber in der Klarstellung, sodass jedem verständlich ist, wenn auch die einzelne Befugnisnorm liest, dass man hier einen Richtervorbehalt braucht. Ich glaube, dass es jetzt so gelungen ist, dass das den Anforderungen insgesamt gerecht wird. Wir haben auch einen besseren Rechtsschutz in dem einen oder anderen Punkt geregelt und deswegen ist es richtig, dieses Gesetzesvorhaben, das ja auch aus den Ergebnissen einer Expertenkommission unter dem früheren Verfassungsgerichtshofspräsidenten miterarbeitet worden ist, jetzt möglichst zügig im Gesetzgebungsverfahren umzusetzen. Vielen Dank, Herr Kreuzer. Jetzt bitte der Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibel. Ja, recht herzlichen Dank, sehr geehrte meine Damen und Herren, im Koalitionsvertrag hatten wir festgesetzt, wir werden die Ergebnisse der von der Staatsregierung eingesetzten unabhängigen Expertenkommission zur Begleitung des neuen Polizeiaufgabengesetzes bis zum ersten Hälfte 2019 evaluieren und auf dieser Grundlage dann den bestehenden Richtervorbehalt also nochmal ausdrücklich festschreiben und auch den Begriff der drohenden Gefahr nochmal prüfen. Diesen Auftrag, den wir im Koalitionsvertrag haben wir jetzt hiermit heute auch mit erfüllt mit dem neuen Entwurf des PAGs. Dieser Entwurf ist auch daher notwendig, dass die Situation sich natürlich immer mehr verändert, dass das Verbrechen nicht Halt macht und wir ein modernes, schlagkräftiges Polizeiaufgabengesetz brauchen, womit unsere Polizei dann auch wirklich arbeiten kann und auch zum Wohl und Schutz und zur Sicherheit unserer Bevölkerung unterwegs ist. Und von so her sind wir hier froh, dass auch viele Anregungen mit aufgenommen worden sind, dass gerade die Empfehlung der Expertenkommission, die manche Bedenken, die wir noch aus Oppositionszeiten hatten, auch aufgenommen hat und dass die jetzt hier ins Gesetz mit eingeflossen sind, dass diese Empfehlungen der Expertenkommission auch berücksichtigt worden sind und gerade, dass der Richtervorbehalt an vielen, vielen Stellen mit eingeführt worden ist, auch, dass der Begriff der drohende Gefahr nochmal konkretisiert worden ist und auch in der Gesetzessystematik so von der konkreten Gefahr
getrennt ist, dass man wirklich die beiden Gefahrenbegriffe auch als eigenständige Gefahrenbegriffe hat und hier auch die Unterschiede erkennen kann und so, dass man die Lücke, die durch die neue Anwendung oder Rechtsprechung bezüglich der konkreten Gefahr entstanden ist, dass diese Lücke jetzt hier letztlich geschlossen ist. Und auch was die Gewahrsamsanordnung anging, das hat man auf einen Monat auch reduziert. Von daher ist es in einer gewissen Weise ein liberaleres Gesetz geworden, aber ich glaube trotzdem auch ein sehr schlagkräftiges Gesetz, was also für die Sicherheit da ist. Und wir haben es uns auch in der Koalition nicht leicht gemacht. Und da möchte ich auch mich ausdrücklich bedanken bei Innenminister Joachim Herrmann und auch bei Thomas Kreuzer, weil wir haben viele Diskussions- und Gesprächsrunden und Abende gehabt, wo wir uns darüber ausgetauscht haben und an diesem Gesetz gefeilt haben. Und von daher können wir hier ein gelungenes Ergebnis der Koalitionen, der Bayern-Koalition, der Fraktionen, aber auch mit in Zusammenarbeit mit der Staatsregierung hier vorlegen. Und da können wir auch sehr stolz drauf sein. Dankeschön. Innenminister Joachim Herrmann, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass es uns gelungen ist, noch in diesem Jahr das offizielle Gesetzgebungsverfahren für die Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes einzuleiten. Wir entsprechen damit in der Tat dem Wunsch der Öffentlichkeit, eine umfassende Überprüfung der 2017 und 2018 eingeführten Regelungen im PAG durchzuführen. Auf Vorschlag von Ministerpräsident Dr. Markus Söder wurde ja am 12. Juni 2018 die Einsetzung der PAG-Kommission beschlossen. Ich möchte mich bei den Mitgliedern der Kommission noch einmal herzlich bedanken für deren engagierte Arbeit, die ja nun dann über ein Jahr sehr konsequent den Vollzug des Polizeiaufgabengesetzes beobachtet hat, analysiert hat und dann ein umfangreiches Werk an Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen vorgelegt hat, am 30. August 2019. Die Vorschläge der Kommission sind damals ja auf ein sehr positives Echo in der Öffentlichkeit gestoßen. Und sowohl Ministerpräsident Markus Söder wie auch ich haben damals zugesagt, wir werden das wirklich vollumfänglich umsetzen in die Änderungen. Dazu kam der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, den Florian Streibel gerade schon angesprochen hat. Und dies alles war zusammenzubinden. Dass die Arbeit an diesem Gesetzentwurf dann im Frühjahr dieses Jahres zeitweilig durch die Corona-Krise etwas gelähmt war, weil einfach alle Beteiligten im Februar, März, April, Mai sicherlich Dringlicheres, noch Dringlicheres zu tun hatten, als an diesem Gesetzentwurf zu arbeiten. Da bitte ich nochmal um Verständnis. Aber wir haben es jetzt im Sommer und Frühherbst zügig vorangebracht. In der Tat viele Stunden darüber gebrütet, darin gefeilt, wie gerade angesprochen worden ist. Klar ist, dass wir ein Gesetz für die Bayerische Polizei brauchen, das deren Sicherungsaufgaben bestmöglich in optimalen Rahmen gibt. Aber dass wir natürlich auch dem Rechnung tragen wollen, was die Kommission vorgeschlagen hat, was das Anliegen aus den Koalitionsfraktionen ist und dass wir vor allen Dingen einige Missverständnisse, die auch in der Auseinandersetzung des Jahres 2018 offenkundig aufgetreten sind, dass wir diese Missverständnisse natürlich auch durch einige Klarstellungen im Gesetz entsprechend ausräumen wollen, dafür sorgen wollen, dass es hier transparent zugeht und auch für den Nichtjuristen klar ist, was in dem Gesetz jeweils gemeint ist. Kernpunkte unserer Novelle sind zum einen, dass wir die Definition des Begriffs der konkreten Gefahr im Gesetz noch präziser vornehmen, im Artikel 11, und dass wir dann klare, konkrete und drohende Gefahr voneinander abgrenzen und der Begriff der drohenden Gefahr dann in einem neuen Artikel verständlich und rechtsklar formuliert wird, im Artikel 11a. Darüber hinaus werden die sogenannten bedeutenden Rechtsgüter, zu deren Schutz aufgrund drohender Gefahr gehandelt werden kann, enger als bisher gefasst. Zweites Stichwort, die Gewahrsamnahme. Hier erhebe ich die mit der Novelle einhergehende Reduzierung der Höchstdauer einer präventiven Gewahrsamsanordnung hervor.
Die zulässige Höchstdauer eines Gewahrsams wird von bisher 3 Monaten auf zunächst längstens 1 Monat reduziert. Sie kann künftig außerdem auch nur bis zu einer Gesamtdauer von maximal 2 Monaten verlängert werden. Damit sind wir der Forderung der PAG-Kommission nach einer deutlichen Reduzierung der zulässigen Höchstdauer einer Gewahrsamsanordnung gefolgt. Natürlich hat sie schon bisher der längerfristige Gewahrsam, auch bei denen immer der Richter das letzte Wort. Alles, was über den Ablauf des folgenden Tages hinausgeht, darf ja grundsätzlich in Deutschland immer nur von einem Richter als Freiheitsentziehung angeordnet werden. Aber auch die Befugnisse des Richters werden auf diesen 1 Monat oder diese 2 Monate reduziert. Daneben legen wir großen Wert auf den Ausbau der Rechtsschutzmöglichkeiten für Betroffene eines präventiven Gewahrsams. Dazu sollen insbesondere auch Vorgaben zu einem anwaltlichen Beistand beitragen. Es war klar, schon bisher konnte natürlich jeder sich einen Rechtsanwalt nehmen. In Zukunft soll angeordnet sein, dass das Gericht notfalls auch selbst für einen Beistand sorgen muss. Stichwort Bodycam. Auch für den Einsatz des wertvollen Mittels einer Bodycam ist uns eine Verschärfung der Maßgaben für die Nutzung in Wohnräumen besonders wichtig. Hier schaffen wir durch die Einführung eines Richtervorbehalts für die Verwertung von Aufnahmen zur Gefahrenabwehr strengere und transparentere Vorgaben. Zudem sollen Betroffene noch besser über ihre Rechte informiert werden. Auch hier gilt wohlgemerkt, der Polizeibeamte darf ja in der Regel eine Wohnung überhaupt nur entweder mit richterlichen Anordnungen betreten oder wenn unmittelbare Gefahr für Leib und Leben beispielsweise in der Wohnung droht. Nur in solchen Fällen kann es dann überhaupt vorkommen, dass eben auch eine Bodycam im Betrieb ist, wenn der Polizeibeamte in die Wohnung geht. Und jetzt werden wir als zusätzlichen Schutz noch einbauen, dass die Aufnahmen einer Bodycam in einer solchen Situation, die eh schon Ausnahmesituation, aber auch nur mit richterlicher Anordnung verwendet werden dürfen. Stichwort DNA. Die hohen Anforderungen bei den DNA-Befugnissen bleiben erhalten. Beispielsweise zur Identifizierung einer hilflosen Person oder einer unbekannten Leiche kann eine DNA-Analyse vorgenommen werden. Das war bereits bisher gesetzlich zulässig, wird aber nun auf Anregung der PAG-Kommission ausdrücklich geregelt. Die bereits 2018 im PAG eingeführten Regelungen zu DNA-Analysen werden insoweit lediglich und ohne neue Befugnisse zu schaffen überarbeitet. Es geht der PAG-Kommission und jetzt auch uns mit dieser Novellierung um bessere Übersichtlichkeit. Daneben werden die Anforderungen auch durch zusätzliche verfahrensrechtliche Vorgaben verschärft. Etwa soll insbesondere die Analyse von DNA bei unbekannten Spurenlegern künftig grundsätzlich nur nach Anordnung eines Richters möglich sein. Dabei geht es natürlich immer um ein Handeln zur Gefahrenabwehr. Werden zum Beispiel in einer Wohnung Materialien zum Bombenbau gefunden, so kann die Polizei dort befindliche DNA-Spuren auswerten, um ausfindig zu machen, wer der Gefährder ist. Stichwort Richtervorbehalte. Wir sind mit den geplanten Neuregelungen, denke ich, jetzt wieder Vorreiter in den polizeigesetzlichen Regelungen. Denn hier soll in einer eigenen Norm zusammenfassend nochmal alle Maßnahmen aufgezählt werden, die unter einem grundsätzlichen Richtervorbehalt liegen. Hier findet sich jetzt gebündelt an einer zentralen Stelle im Gesetz im Artikel 94 eine Regelung, die neben der Hervorhebung des grundsätzlichen Richtervorbehalts auch in den jeweiligen Befugnisnormen ein Mehr an Präzision, Transparenz und Rechtssicherheit schafft. Außerdem führen wir auch die Möglichkeit einer Rechtsbeschwerde zum Beispiel obersten Landesgericht ein. Auch das ist ein Vorschlag der BAG-Kommission. Wir stärken darüber hinaus den Opferschutz. In diesem Zusammenhang erhält die Polizei keine neuen Eingriffsbefugnisse. Es werden aber ausdrückliche Daten- und Übermittlungssperren eingeführt. Wohlgemerkt nicht zu zugunsten der Täter, sondern wohlgemerkt zugunsten der Opfer, weil natürlich in bestimmten Situationen auch gerade Opfer von Straftaten nicht unbedingt wollen, dass ihre Daten in der Öffentlichkeit entsprechend preisgegeben werden. Das gilt natürlich auch für die Regelung zum Zeugenschutz, beispielsweise zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt.
Insgesamt, meine Damen und Herren, können wir feststellen, dass diese Novelle die Vorschläge der PAW-Kommission und die Vorgaben des Koalitionsvertrages voll umsetzt und in sich stimmig ist. Das PAG wurde zwar bereits zuvor im Grundsatz auch von der PAW-Kommission für ausgewogen und passend befunden. Ich darf auch daran nochmal erinnern, Vielzahl von Ergänzungs- und Änderungsvorschlägen der PAG-Kommission, aber ein Gesamturteil, dass dieses PAG schon insgesamt seine Richtigkeit und Notwendigkeit hat und dass die grundsätzliche Kritik daran von der Kommission ausdrücklich nicht geteilt wird. Nun wird das Gesetz in Richtung Lesbarkeit und Übersichtlichkeit entsprechend erweitert, aber es bleibt effektiv für die Gefahrenabwehr. Ich möchte mich bei den beiden Fraktionsvorsitzenden und vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen der beiden Fraktionen herzlich bedanken für die sehr konstruktive, intensive Arbeit an diesem Gesetzgebungsvorschlag. Der Gesetzentwurf ist gestern vom Ministerrat einstimmig so gebilligt worden. Er hat die Zustimmung der beiden Regierungsfraktionen. Der Gesetzentwurf geht jetzt, wie das im Normalfall ja vorgesehen ist, in die sogenannte Verbandsanhörung. Die läuft dann bis Anfang Januar. Und dann wird das Kabinett Ende Januar den endgültigen Gesetzentwurf unter dann entsprechender Berücksichtigung dieser Verbandsstellungnahmen beschließen, sodass dann im Februar die erste Lesung hier im Landtag stattfinden kann. Bei entsprechender zügiger Beratung könnte das Gesetzgebungsvorhaben dann noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden. Vielen Dank. Durch die Gelegenheit für Ihre Fragen. Henry Stern war der Erste. Dann war die Expertenkommission ja fertig und da hatten Sie gesagt, möglichst bis November, aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr, also 2019, soll das Gesetz, das neue Gesetz vorliegen. Das war ja noch ein Stück vor der Corona-Krise. Können Sie sagen, warum es so lange gedauert hat? Also zu letzterem, es war so, dass wir innerhalb des Innenministeriums bis zum Jahresende 2019 einen, ich nenne es jetzt mal Rohentwurf, fertiggestellt hatten, der dann zunächst einmal anderen Ressorts und der Staatskanzlei zugeleitet wurde, was dann einigen Diskussionsbedarf entsprechend noch ausgelöst hat. Dann wurde das Ganze auch den Fraktionen zur Verfügung gestellt und dann wären wir wahrscheinlich, sagen wir mal, bei normalem Ablauf der Dinge bis Ostern oder dergleichen zumindest fertig gewesen, aber die Arbeiten wurden, das muss man klar sehen, in der Tat mit Beginn der Corona-Krise praktisch eingestellt, weil sowohl die Fraktionen wie auch das Innenministerium, die Staatskanzlei dann nun bekanntlich wirklich anderes zu tun hatten und deshalb in der Abwägung ganz klar dieses dann keine Priorität mehr hatte. Wir haben dann die Arbeit im Frühsommer wieder aufgenommen, haben dann die Fraktionsgespräche geführt, die waren zum Teil lange, stundenlange Gespräche, das war nicht so ganz einfach. Und es sind dann manche Dinge auch wirklich einfach nochmal völlig neu formuliert worden. Und damit bin ich schon bei diesem Thema. Die Trennung, jetzt die klare Trennung, konkrete Gefahr und drohende Gefahr, diese auch sichtbar in zwei verschiedene Artikel aufzuteilen, um das von daher auch für den Normalbürger schon bei dem Lesen des Gesetzes deutlich zu machen, wie da die Unterscheidung ist. Auch vor allem die klare Priorisierung. Also zunächst einmal geht es um konkrete Gefahr. Und nur dann, wenn konkrete Gefahr, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann kann sozusagen ersatzweise geprüft werden, ob die Voraussetzung einer drohenden Gefahr gegeben ist, mit dann ja eingeschränkteren Möglichkeiten. All dies ist gerade erst in der, sagen wir mal, intensiven Schlussphase dann nochmal der Beratungen
mit den beiden Fraktionen so entwickelt worden. Es geht ja da übrigens vom Ansatz her auch eine Feststellung der PAG-Kommission, die das in dem Punkt allerdings noch nicht so konkret in der Umsetzung dann genannt hatte, die festgestellt haben in der Auswertung all der Fälle, die haben sich ja auch mit Vielzahl von Fällen der Praxis im Laufe des Jahres 18 und 19 beschäftigt und festgestellt, dass aus ihrer Sicht in einer ganzen Reihe von Fällen ein Richter das auf der Grundlage von drohender Gefahr angeordnet hat, wo eigentlich sehr wohl auch schon eine konkrete Gefahr vorgelegen hat. Also ist eigentlich aus der Sicht der Kommission gar nicht notwendig gewesen wäre, auf das Instrument der drohenden Gefahr Bezug zu nehmen, weil auch die Voraussetzungen der konkreten Gefahr vorgelegen hätten. Es schien nur offensichtlich da dann inzwischen manchen Polizeidienststellen und manchen Richtern sozusagen der bequemere Weg zu sein. Also das ist auf jeden Fall eine drohende Gefahr und damit kann man das danach beschließen. Das kann nicht der Sinn des Gesetzes sein. Und deshalb haben wir jetzt ausdrücklich eben hineingeschrieben, das war gerade auch den Freien Wählern besonders wichtig, es ist auf jeden Fall immer vorrangig, die konkrete Gefahr zu prüfen. Und wirklich nur in den Fällen, wo die konkrete Gefahr eindeutig nicht vorliegt, dann kann hilfsweise auf die Frage übergegangen werden, ob die Voraussetzungen einer drohenden Gefahr vorliegen. Das hat uns in der Tat intensiv beschäftigt und genau das ist jetzt dann, um das auch sichtbar zu machen, auf zwei Artikel aufgeteilt und jetzt so auch klar normiert. Dirk Walter. Vom Hintergrund will ich aber nochmal ausdrücklich auch schon, da wollen wir von dem Anlass des Ganzen darauf verweisen, was Thomas Kreuzer vorhin dankenswerterweise sehr deutlich gesagt hat. Diese ganze Unterscheidung in drohende und konkrete Gefahr, da will ich nochmal erinnern, ist keine bayerische Erfindung, sondern ist in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeskriminalamtsgesetz angelegt worden. Und wir haben das dann nachvollzogen. Das ist nochmal klar der Punkt. Die drohende Gefahr, das ist ja in diesem Wahlkampfgetöse des Jahres 2018 da etwas untergegangen. Die drohende Gefahr ist keine bayerische Erfindung, sondern eine Folge des Bundesverfassungsgerichtsurteils, die auch vom Bund im Bundeskriminalamtsgesetz so umgesetzt worden ist. Ja? Nur haben wir es in Bayern halt nicht nur mit der Bund, der BKA ist nur für Terrorismus und Drogenhandel und dergleichen zuständig. Ja? Wir sind für die Kriminalität im Alltag zuständig. Das nur nochmal als Hintergrund, Herr Stern. Als nächsten hatte ich Dirk Walter auf der Liste von Merkur. Ja, danke. Mir ist immer noch nicht klar, was ist denn die drohende Gefahr? Können Sie da vielleicht zwei oder drei Beispiele nennen? Was ist eine drohende Gefahr? Und dann hätte ich noch eine kleine zweite Frage, da geht es um die Gewahrsamnahme, aber vielleicht erst die erste. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts setzt ja bei der Frage an, wie unmittelbar sozusagen die Gefahr ist, beispielsweise, jetzt bleiben wir mal beim Bundeskriminalamt, bei der Frage, dass da jetzt zum Beispiel ein Terroranschlag droht. Dann gibt es halt die Dinge, die Abstufung kommt dann, da droht jemand damit, mit einem Anschlag. Wie ernst ist es zu nehmen? Gibt es dann Anzeichen, dass der dann nicht nur davon redet, sondern dass der sowas tatsächlich schon vorbereitet und so weiter? Im Artikel 11, Sie können ja den Gesetzentwurf dann gerne auch von uns noch bekommen. Den haben wir jetzt nicht mit ausgeteilt, aber der geht ja jetzt in die Verbandsanhörung. Ich weiß nicht, wie weit wir da mit dem Drucken schon sind. Jedenfalls in dem Gesetzentwurf wird es zum Artikel 11 in Zukunft heißen, die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, soweit nicht andere Befugnisse der Polizei geregelt sind. Unter einer solchen konkreten Gefahr ist eine Sachlage zu verstehen, die bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens im Einzelfall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Verletzung von Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt. Und
In Abgrenzung dazu heißt es jetzt dann, soll es in Artikel 11a künftig heißen, allgemeine Befugnisse bei drohender Gefahr. Wenn die Voraussetzungen des Artikel 11 Absatz 1 und 2 nicht vorliegen, kann die Polizei die notwendigen Maßnahmen treffen, um den Sachverhalt aufzuklären und die Entstehung einer Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut zu verhindern, wenn im Einzelfall, und jetzt ist das natürlich wesentlich enger definiert, das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet oder zweitens Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit weiteren bestimmten Tatsachen den Schluss auf ein seiner Art nach konkretisiertes Geschehen zulassen, wonach in absehbarer Zeit Angriffe von erheblicher Intensität oder Auswirkungen zu erwarten sind, soweit nicht und so weiter, dann wieder die anderen Befugnisse. So, das ist die, ich stelle Ihnen den Text gerne nochmal zur Verfügung, das ist die Abgrenzung nochmal, ich kann es nicht einfach ausdrücken, weil das genau das aufnimmt und umsetzt, was das Bundesverfassungsgericht entsprechend so entwickelt hat. Nochmal, das ist, Thomas Kreuz hat es vorhin angesprochen, es gab früher in der gesamten Sicherheitsgesetzgebung nur den Begriff der konkreten Gefahr. Dafür gab es eine langjährige Rechtsprechung aller Gerichte. Und dann kam beim Bundeskriminalamtsgesetz das Bundesverfassungsgericht plötzlich damit daher und hat gesagt, ja, aber eigentlich müsste man diese konkrete Gefahr enger fassen. Und hat dann plötzlich gesagt, aber wenn dann Fälle gibt, wo es, ich sage jetzt mal etwas salopp, doch gefährlich ist, obwohl keine konkrete Gefahr vorliegt, dann ist der Gesetzgeber durchaus befugt, sich auch eben mit einer solchen drohenden Gefahr, die noch nicht konkret ist, zu befassen. Das war was völlig Neues damals mit dem Urteil zum Bundeskriminalamtsgesetz. Das hatte vorher kein Gericht in Deutschland so gesehen. Und dadurch ist dieser völlig neue gesetzgeberische Handlungsbedarf entstanden. So, dem versuchen wir jetzt, bestmöglich Rechnung zu tragen. Herr Kreuzer wollte noch entsprechend ergänzen. Das ist wirklich schwierig. Also ich verstehe, dass Sie nachfragen. Aber unter konkreter Gefahr versteht man eine Sachlage, die bei ungehindertem Ablauf zum Eintritt der Gefahr führt. Da muss normalerweise schon klar sein, jetzt einmal ein Beispiel zu sagen, wo tritt es ein, was tritt genau ein, wann wird es eintreten bei ungehindertem Ablauf. Also eine sehr starke Konkretisierung. Wenn jemand jetzt nur droht, einen anderen umzubringen, um es jetzt mal so zu sagen, ohne dass klar ist, wann macht er das, wo macht er das, wie macht er das, aber die Nachprüfung ergibt, dass es ernstzunehmend ist aufgrund der Motivationslage, dann haben wir eben die Konkretisierung für eine konkrete Gefahr noch nicht, ne? Sondern bloß, dass es droht, eine Gefährdung zu werden. Dann muss man prüfen, ist so eine Drohung ernst zu nehmen, und das ist dann, kann unter drohende Gefahr subsumiert werden. Das ist der Unterschied. Also da hat es noch keinen Geschehensablauf gegeben, der eingesetzt hat, um bei der ungehinderten Fortgang zum Eintritt der Gefahr zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort auf eine gewisse Weise führt. Ist immer noch schwierig, aber das ist der Unterschied. Herr Walter hatte noch eine zweite Frage. Ja, nur noch mal da am Rande bemerkt, weil Sie ja sagen, das ist jetzt rechtsklar und vor allem verständlich formuliert. Also das scheint mir nicht der Fall zu sein, da muss ich ganz ehrlich sagen, wie Sie das jetzt vorgelesen haben, aber ich bin ja auch kein Jurist. Und die zweite Frage wäre noch gewesen, zum Gewahrsam. Sie sagen, die zulässige Höchstdauer eines Gewahrsams wird von 3 auf längstens 1 Monat reduziert. Was heißt denn jetzt bisher? Bisher im alten Entwurf des PAG oder bisher, wie es bisher angewendet wurde? Im Vergleich zu dem, was bisher stand im Gesetz. Ach so. Ja. Und wie ist es im Moment, also sozusagen konkret? Ja, es gilt ja im Moment, gilt das PAG, wie es 2018 beschlossen ist. Ja. Und dazu machen wir jetzt einen Novellierungsvorschlag und sagen, wenn der Landtag dieses beschließt, dann wird es in Zukunft nur noch maximal 1 Monat sein. Ja? Das neue Gesetz gilt ja erst, wenn es der Landtag beschlossen hat. Was jetzt vorliegt, ist nur ein Entwurf der Staatsregierung, ein Gesetzentwurf der Staatsregierung auf der Basis der Gespräche mit den Fraktionen. Insofern, jeder, der das haben will, muss jetzt schauen, dass das Gesetzgebungsverfahren möglichst schnell vorankommt.
Julian von Löwes hatte ich als Nächsten auf der Liste. Eine Frage an den Herrn Minister, eine Frage an Herrn Streibel. Herr Herrmann, Sie haben sich ja bei der ersten Novellierung des PAG schon was gedacht. Jetzt haben wir hier einen Kompromiss bzw. die Umsetzung der Empfehlungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Einsatz der Bodycams nachlese, wie Sie es auch ausgeführt haben, wann man die Informationen und das, was da festgehalten wurde, verwenden kann, das ist ja jetzt doch komplizierter als vorher. Ist das immer noch das schlagkräftige, moderne Gesetz? Auch andere Sachen könnten ja jetzt eher komplizierter wirken. Haben Sie es jetzt ein bisschen verbürokratisiert, sage ich jetzt mal? Die Frage an Herrn Streibel dann gleich im Anschluss. Ich glaube, wir haben manches vereinfacht, aber manches in dem Punkt, dass die Aufnahme, ich habe vorhin den Fall geschildert, ist ja eh schon eine Ausnahmesituation, dass überhaupt ein Polizeibeamter in der Wohnung ist und dass er dabei die Bodycam hat, aber dass wir jetzt ausdrücklich festlegen, zum Schutz der Privatsphäre der Bürger in der Tat auch eine zunächst einmal zulässigerweise stattgefundene Aufnahme darf nur verwertet werden aus einer Wohnung, aus einer Privatwohnung, wenn ein Richter dies ausdrücklich anordnet. Das macht es in der Tat nicht einfacher, aber es dient dem Privatrechtsschutz der Bürger und ich halte das auch für vertretbar, weil es hindert die Polizei zunächst nicht im Einsatz, sondern es ist ja eine Vorschrift, die sagt, was kann dann angefangen werden mit dem, was auf der Bodycam aufgenommen wurde. Und dann wird zum Schutz des Bürgers festgestellt, eine Aufnahme aus seiner Privatwohnung darf nur verwertet werden, wenn der Richter das anordnet. Ich glaube, das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag. So schützt die Privatsphäre des Bürgers, ohne den Einsatz der Polizei einzuschränken, als Beispiel. Aber es macht es, wenn Sie so wollen, in der Tat insofern komplizierter. Ja. Vielen Dank, Herr Streibel. Sie haben die Umsetzung auch des Koalitionsvertrags ja gelobt, auch Ihre eigene Rolle als damalige Opposition noch angesprochen. Heute kommt aus der jetzigen Opposition teilweise heftige Vorwürfe von den Grünen, zum Beispiel Parlamentsmissachtung, weil das sich so lange hingezogen hätte. Was entgegnen Sie so einem heftigen Vorwurf und sehen Sie jetzt alle Vorwürfe, alle Ecken und Kanten bereinigt? Ja, gut, die Vorwürfe müssen natürlich zurückweisen. Also es ist das Parlament wird ja jetzt erst beteiligt. Also und dann kann man natürlich die parlamentarische Debatte führen und dass wir intern natürlich also auch versuchen hier ein passendes, gutes Gesetz vorzulegen und dass das dann auch Diskussionen und auch Zeit braucht. Das liegt in der Natur der Sache und man hat es ja auch vorher gemerkt bei den Erläuterungen der Begriffen, es ist die Spielwiese der Juristen. Und da kann man sich natürlich trefflich, muss ich sagen, austoben und es wird sicher auch jetzt im Haus viele sicher auch noch Debatten geben. Aber die Hauptkritikpunkte, die wir als Freie Wähler in der Vergangenheit hatten, sind hier im Grunde aufgenommen und dann auch ausgeräumt worden. Also gerade wenn man zum Einsatz von Bodycam schaut, dass man hier für die Verwertung dieser Aufnahmen einen Richtervorbehalt hat, ist sehr, sehr wichtig, weil es kann ja sein, ein Polizist geht wegen einer ganz bestimmten Gefahrenlage in die Wohnung und die Kamera zeichnet auf und entdeckt da vielleicht dann hernach ganz andere Dinge, die mit den Gefahrenlage überhaupt nichts zu tun haben, wo man dann sagt, na ja, da kann man jetzt vielleicht auch noch nachschauen oder vielleicht das hernach noch auswerten. Und da ist es dann gut, wenn ein unabhängiger Richter nochmal draufschaut und sagt, na, das Material, das kann man nicht verwenden, weil das einfach ein unzulässiger Beifang ist, also von einer Maßnahme. Und diese Dinge, die sind jetzt mit aufgenommen und das halte ich für einen großen Fortschritt, dass man hier also das klarstellt, dass man den Richtervorbehalt noch mal ganz deutlich reinbringt und auch, dass man hier also mit auch die Gefahrenbegriffe noch mal so definiert, dass nicht am Schluss die drohende Gefahr der Auffangstatbestand für alle möglichen Sachen ist, sondern dass das nur noch ganz konkret für ganz spezielle Gefahrenlagen also oder Rechtsgüter gilt, aber nicht für einfach alle Rechtsgüter, weil es gibt manche Taten, die dann also nur mit der konkreten Gefahr also in Verbindung gebracht werden können. Andere, da kann man dann, also wenn es also gerade um auch terroristische Straftaten geht, da ist dann die drohende Gefahr
natürlich ein veritables Mittel, weil da kann man nicht warten, bis erst die konkrete Gefahr da ist. Aber bei anderen Rechtsgütern kann man dann ruhig erst warten und da braucht man diesen Auffangstatbestand nicht. Und so ist es für uns wichtig gewesen, wenn man im Einsatz ist, man muss erst die konkrete Gefahr prüfen, wenn die Anwendung findet, okay. Und wenn nicht, dann kann man die drohende Gefahr prüfen und die ist aber nur noch für spezielle Rechtsgüter zulässig. Wenn ich nur zum Thema Grüne noch sagen darf, also der Vorwurf einer Missachtung des Parlaments ist ja völlig lächerlich. Solange ich diesem Parlament angehöre, wir beide, lieber Thomas, habe ich noch nie erlebt, keinen einzigen Artikel dieses Polizeiaufgabengesetzes, und das ist immer wieder geändert worden. Die ersten, wo wir dabei waren, denke ich, war die Einführung der Schleierfahndung 1997. Ich habe noch nie erlebt, dass die Grünen auch nur irgendeinem Artikel des Polizeiaufgabengesetzes, egal um was es ging, zugestimmt hätten. Automatische Kennzeichenerfassung, was auch immer. Sie haben 2017 die Novelle abgelehnt, Sie haben 2018 die Novelle abgelehnt, Sie werden mit unter Garantie auch diese Novellierung ablehnen. Und ich kann überhaupt nicht begreifen, was dieser Vorwurf soll. Im Übrigen, es obliegt den natürlich beiden Koalitionsfraktionen. Die haben mit uns darüber beraten und dann dauert es halt, bis die Beratungen abgeschlossen sind. Ja? Und jetzt ist das Parlament dran und das Parlament kann jetzt insgesamt darüber so lange diskutieren, wie das Parlament das nun will. Ja? Insofern, das ist wirklich völlig absurd. Johann Osel von der Süddeutschen Zeitung hatte ich als Nächsten. Ja, auch eine Frage an den Herrn Minister. Wie umfassend wurde denn der Präventivgewahrsam bisher angewendet? Also vielleicht keine konkrete Zahl, aber so von der Hausnummer. Ist das ein Fall im Jahr oder sind das 10 oder 100 Fälle im Jahr? 100 sind es nicht. Wir haben ja die... Ich habe es jetzt nicht da, aber wir können Ihnen es zuschicken, weil wir das für die Kommission das alles zusammengestellt haben. Und im Bericht der Kommission ist das alles enthalten. Also es liegt in der Mitte, also 100 sind es nicht, aber es ist auch mehr als ein Fall. Es sind übrigens auch da, das hat dann immerhin, das ist meine emotionale Wahrnehmung, die Lautstärke bei den Grünen schon etwas verändert, der grünen Kritik, als sich dann nach einem Jahr herausgestellt hat, dass es mehr Stalking-Fälle als solche des Terrorismusverdachts waren. Und da hat man dann gestellt, also bei den Stalking-Fällen hat sich dann die Kritik der Grünen doch sehr zurückgehalten, wie bei dem Thema nahe liegt. So, und das ist aber auch die Realität in der Tat in der Gesetzespraxis. So wie übrigens die Kommission, die hat eine Fülle von Vorschlägen gemacht, hat aber ausdrücklich gerade auch beim Gewahrsam keine Fälle festgestellt, wo die Kommission gesagt hätte, sie hätte es für völlig falsch gehalten, dass überhaupt ein Gewahrsam stattgefunden hat. Auch das, denke ich, muss man schon nochmal ernst nehmen. Aber wir können Ihnen, wie gesagt, die Zahl der Fälle und so weiter können wir Ihnen gerne heute noch liefern. Die haben wir im Haus. Ja. Jetzt hatte ich dann noch Lorenz Storch vom BR, bitte. Ja, eine Frage an den Herrn Herrmann und an den Herrn Kreuzer. Jetzt haben Sie ja sozusagen doch einige Änderungen gemacht an dem Gesetz, was Sie da ursprünglich ja auch mit Überzeugung verteidigt haben. Wenn man jetzt da im Rückblick drauf schaut, haben Sie da am Anfang vielleicht doch, sagen wir mal, handwerkliche Fehler gemacht oder waren zu forsch oder mussten Sie jetzt nur praktisch Konzessionen an die Freien Wähler machen? So forsch glaube ich nicht, aber natürlich ist es richtig, wenn man in einer Koalition ist, hat man auch die Positionen der Koalitionspartner entsprechend hier mit zu berücksichtigen. Ich halte es aber, was jetzt vorgelegt wird, wirklich auch aus polizeilicher Sicht nach wie vor für absolut vertretbar. Ich habe vorhin angesprochen, es hat in der Tat auch Missverständnisse gegeben oder Dinge, wo ich schon in der Debatte 2018 festgestellt habe, dass da jemand jetzt etwas rausliest, was auf jeden Fall nicht so gemeint war. Das sind Dinge, weshalb ich vorhin gesagt habe, da erfolgen jetzt auch Präzisierungen oder Klarstellungen in der Formulierung, um das auch deutlich zu machen. Auf der anderen Seite hat er mit Verlaub auch, wenn ich mich an manche Kritik des Jahres 2018 erinnere, die Vollzugspraxis des bestätigt, was ich damals auch angekündigt habe. Leute, das ist völlig absurd, was da quasi
entwickelt wird oder an Vorwürfen produziert wird. Das ist weder beabsichtigt noch gibt der Gesetzestext das her. Das sind ja nun schon auch unhaltbare Vorwürfe damals in die Welt gesetzt worden, die sich auch am Gesetzestext überhaupt nicht begründen lassen. Aber klar ist schon auch aufgrund dessen, was auch die Kommission hier benannt hat, wir haben die Richtervorbehalte noch weiter ausgebaut, insofern auch den Rechtsschutz für den einzelnen Bürger noch weiter verstärkt. Das ist ganz klar eine Konsequenz dieses breiten Bürgerprotests, den es damals gegeben hat. Herr Kreuzer. Wichtig ist, dass wir eine effektive Gefahrenabwehr aufrechterhalten. Das können wir auch mit dieser Novelle. Wir haben die Ziele des Koalitionsvertrags umgesetzt und auch die Vorschläge der PAG-Kommission umgesetzt. Hauptsächlich handelt es sich um eine bessere Lesbarkeit und Übersichtlichkeit. Ich nenne nochmal das Beispiel Richtervorbehalt, dass man eben nicht in einer zentralen Norm hinten nachschauen muss, für die und die Bestimmung gibt es Richtervorbehalt, sondern dass das bei jeder Norm schon dabei steht, sodass jeder, der das liest, sofort sieht, da müssen wir den Richter beteiligen. Auch die Stärkung der Rechte des Betroffenen ist mir ein wichtiges Anliegen, das wir neu angefügt haben. Wir haben uns vorher lange über drohende Gefahr und konkrete Gefahr unterhalten, ohne jemanden zu verwirren zu wollen. Aber durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist selbst mit dieser neuen Novelle die Eingriffsmöglichkeit der Polizei nicht größer, sondern kleiner geworden, muss man so sagen. Wenn ich die konkrete Gefahr ganz breit fasse, wie das früher gemacht worden ist, dann darf ich tätig werden zur Abwehr der Gefahr bei Verstoß gegen jedes Rechtsgut. Also auch Straftaten im Diebstahl, im kleinen Diebstahlsbereich und so weiter. Wenn ich sage, es besteht eine konkrete Gefahr gegen irgendein Rechtsgut, ist nach der Praxis vor der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine konkrete Gefahr angenommen worden und die Polizei konnte tätig werden. Jetzt ist die konkrete Gefahr eingeschränkt und die drohende Gefahr darf nur bei ganz wenigen bedeutenden Rechtsgütern als Grundlage genommen werden. Also um das nochmal klar zu sagen, wer hier davon ausgeht, dass da was ausgedehnt worden ist, der liegt völlig falsch. Wir haben nichts ausgedehnt zu Lasten der Bürger, zu Möglichkeiten mehr zu ermitteln, sondern wir haben im Rahmen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Manko der Einschränkung der konkreten Gefahr zum Teil, nämlich nur bei bedeutenden Rechtsgütern, wieder ausgeglichen. Also nicht mehr wie früher vor dieser Rechtsprechung, sondern wenn man es ganz genau nimmt, Herr Minister, eigentlich weniger, weil früher hat man bei jeder Rechtsgutverletzung bei der Annahme einer konkreten Gefahr tätig werden können. Also die Annahme, wie es auch in der Auseinandersetzung 18 war, die Polizei darf jetzt plötzlich viel mehr wie früher, die ist, wenn Sie das genau betrachten und überblicken, was ich ehrlich sage nicht einfach ist, ja, um das auch klar zu sagen, ist falsch. Die ist falsch, sondern die Polizei hat mit dieser Befugnis nicht mehr Möglichkeiten, wie sie früher vor dieser Rechtsprechung gehabt hat, bei ganz genauer Betrachtung sogar weniger. Aber wir halten das auch für vertretbar, weil da geht es ja hauptsächlich auch um die Abwehr von Gefahren von bedeutenden Rechtsgütern. Und das wollen wir ja regeln mit diesem Gesetz. Herr Walter hatte sich, glaube ich, noch mal gemeldet. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Stern, bitte. Ich hätte noch mal eine Frage zur drohenden Gefahr. In diesem Heft, was hier verteilt worden ist, heißt es weniger Befugnisse bei drohender Gefahr. Und da wird auf die sexuelle Selbstbestimmung verwiesen. Und da heißt es dann, hier darf die Polizei nur noch bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen einschreiten. Können Sie das noch mal erläutern, was sich da geändert hat? Ja. Da ist er. Früher hieß es hier nur einmal, bedeutende Rechtsgüter sind der Bestand, die Sicherheit des Bundes und des Landes, Leben, Gesundheit und Freiheit. Drittens die sexuelle Selbstbestimmung. Und da war
eben, wir reden jetzt von der Drohnengefahr, also diesen, wo die Voraussetzungen, wie konkret das ist, schon deutlich reduziert sind. Und da war auch eine Anregung der Kommission, wenn ich mich richtig entsinne, dass man da vorsichtiger sein muss. Und darum heißt es jetzt, die sexuelle Selbstbestimmung, soweit sie durch Straftatbestände geschützt ist, die im Mindestmaß mit wenigstens 3 Monaten Freiheitsstrafe bedroht sind. Und dann kommen noch andere Bestimmungen. Das heißt, dass eben nicht sozusagen schon sozusagen die Eingriffsbefugnisse gegeben sind, wenn einer jetzt nur sexuelle Selbstbestimmung betrifft, ja zum Teil schon verbale Auseinandersetzungen, kann dann ja schon eben, was weiß ich, da ja eben nicht so schwerwiegende Dinge betreffen. Und deshalb muss klar sein, das kann nicht alles dann schon Anlass sein für das volle polizeiliche Eingreifen, sondern da muss es schon um echte Straftatbestände gehen, wenigstens 3 Monate Freiheitsstrafe bedroht sind. Das ist die Änderung. Wie gesagt, wenn ich richtig mich erinnere, auch aufgrund einer Anregung der Kommission. Ja. Gibt es weitere Fragen, Wünsche? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und gerne auch noch der Hinweis, der Online-Stream hat jetzt aktuell nicht funktioniert. Wir haben aber alles aufgezeichnet und werden es zügig hochladen, sodass Sie es auch noch mal nachsehen können bei Bedarf. Okay. Vielen Dank. Ja.